Hallo und willkommen bei der Weltmeisterschaft in Schwimmen. Naja, oder bei The Legend of Zelda Skyward Sword, wo wir zurück im Wald von Frion sind und wir jetzt schwimmen müssen. Sehr viel. Wir müssen irgendwelche Musiknoten einsammeln und ich habe keine Ahnung, was uns erwartet. Und mich grault's, es zu machen. Aber habe ich eine andere Wahl. Muss ich die im ein Stück einsammeln? Really? Du hast doch was zu sagen, Kumpel. Lass mal reden. Willst du die Melodien fangen? Ja. Da habe ich einen wichtigen Tipp für dich. Wenn du die Melodien nicht schnell genug fängst, verschwinden sie aus deinem Notenblatt. Dreh dich beim Schwimmen, um sie mit deinem Wirbel anzusaugen und alle auf einmal einzufangen. Nur eine Frage der Ausdauer. Okay. Also doch durchdrehen. Ah, okay, die beiden Noten werden trotzdem gespeichert, alles klar. Na gut, das ist dann doch noch halbwegs einfach irgendwo. Was hast du zu sagen, Kumpel? Fange die fliegende Melodie mit einer Wasserschraube und hindere sie so an der Flucht. Ach, Menschen brauchen ja Luft dafür, also treib es besser nicht. Ach, die da unten lang, okay. Okay, haben wir das auch erreicht. Jo, das ist jetzt doch nicht so schlimm, wie ich dachte. So ist die beiden Arten von Noten gerade mal nicht. Ich habe hinten noch eine gesehen. Die ist da ganz gewaltig eingeknüppelt irgendwo. Aber an dich komme ich auch so ran. Oder auch nicht. Muss sehen. Verdammt. Verloren. Scheiße. Ja, ja. Da ist die rote und das ist die blaue. Da ist auch noch blaue. Das dürfte der. Ach, ich sehe gerade, ich muss das ganze Lied fangen. Das Ganze. Ich dachte, ich muss nur einen Teil. Okay, dann ist. Ah, okay, ist trotzdem machbar, ne? Sollte machbar sein. Irgendwie, irgendwo, in Amsterdam. Ach nee, ist doch dieses System, okay. Aber ich habe trotzdem in der unteren Reihe ein eingesammelt, so rum. Mann. Da haben wir den roten. Nein. Und da haben wir den einen, okay. So, aber schnell in die Luft hier. Ja, ist ja gut, also gut. So. Sehe ich hier noch irgendwo welche? Da steht auch noch so ein Typ drin. Und dann den Tempel waren wir auch noch nicht lang genug. Okay, pass auf. Was hast du zu sagen, Kumpel? Die Melodien sind gern zusammen und halten sich oft bei kleinen Fischen auf. Was denn? Ja, ich hab doch schon mit dir gequatscht.
Seien Sie penetrant. Verschwinde. Ah, ich muss die zusammen einsammeln, okay. Okay, ich weiß, wie es funktioniert. So, haben wir die Vierer. Okay. Es ist einigermaßen chillig, gebe ich zu. Muss ja bloß gucken, wo die nächsten Noten sind. Ist das die Note oder ist das da ein Item? Das sieht aus wie eine Note, ne? Hallo? Bitte einmal festhalten, dankeschön. Wie könnte ich die Dinger umdrehen nochmal? Dann oben drauf springen wir auch wieder. Das Problem, ne? Also muss ich gleich nochmal durch den Baum noch dahin. Das ist auch noch so ein komischer Fisch. Ich weiß nicht, was das für eine Art Fisch sein soll. Kleidfisch nicht jetzt einfach, weil sie Kleidern haben. Wenn ihr diese Dachbiester explodieren lässt, sei vorsichtig, damit sich die Explosion nicht auch erwischt. Achso, okay, alles klar. Okay, da ist der nächste drin, ne? Die nächste. Warte, wir müssen kurz Luft holen. Wieso? Okay, also ich bin jetzt ein bisschen ruhiger, weil ich mich ein bisschen konzentrieren muss nebenbei. Aber irgendwo. Okay, ich hab's mir ziemlich einfach gemacht. Das wird schon so hier, Kollegen. Vorsicht, Louis, hier sind ein paar bösartig aussehende Fische aufgetaucht. Wenn sie dich sehen, wird es gefährlich. Sei vorsichtig. Toll. Habe ich nicht eben gerade noch gesagt, das ist irgendwie doch angenehm chillig. Kann ich den irgendwie auch abschießen? Habe ich den schon nicht erwischt. Ich sage halt, dieses Schwimmen ist echt ekelhaft. Komm her, Grüner. Ich mir erstmal schön irgendwie den. Ich kann sogar unter Wasser dieses Tunnelding alles. Alles klar. Da hast du etwas gesehen, ja. Es sind zwei, wo ist das zweite? Ach, da drüben.
Okay. Über ganz Luft. Und dann noch einmal von hinten dran. Und das klingt auch komisch, bin ich ehrlich. Aber ja, ist halt so. So, den haben wir. Du warst der mit den andrehen lassen, ne? Also, dass man da die Erdrehung suchen soll. Hämmchen hier. Na komm, das war. So, wo da jetzt rein? Mit den Herzen. Ein paar Pflänzchen hier, okay. So, da ist schon mal eins drunter gewesen, ne? Na gut. So, Fischchen ist frei. Wir schauen mal. Jetzt sehe ich aber auch keine letzten weiteren mehr, muss ich sagen. Ich meine, gut, ich war noch nicht überall. Gebe ich auch ehrlicherweise zu. Aber so großes Gebiet ist noch nicht mehr. Und so viele guten Abfolgen habe ich eigentlich auch nicht mehr. Da sind noch ein paar, okay. Auch nochmal vier pinke. Fünf pinke. Ach, die sind in einer Reihe aufgestellt. Okay, alles klar. Ach, ihr seid das, okay. So, die haben wir. Okay, sehr schön. Oh ja, das gut sein. So. Eieiei, ich hätte nicht gedacht, dass ein paar Noten unter Wasser sammeln so anstrengend sein könnte. Hi, Kumpel. Oh nein, wieder diese aggressiven Fische. Wir müssen fliehen. Zum Glück sind tiefe Stellen für sie unerreichbar. Was willst du denn fliehen? Chill deine Base hier unten und lebe dein Leben. Der Null könnt immer noch kämpfen. Ich weiß nicht wie, aber ihr könnt. Nee, Hund ab. Wo bist du? Komm her. Hallo, komm her. Hey, Louis, hörst du mich? Mir ist etwas eingefallen. Kannst du kurz zu mir kommen? Ich stehe jetzt, Kollege. What is your problem? Wo bist denn du? Ernsthaft, wo bist du da? Mann. Naja. Oh nee, ich hab keine Ideen. Da ist ein großer. Gut, dich zu sehen, Louis. Kommst du mit der Louis voran? Weißt du, mir ist da etwas eingefallen. Ach, wie hieß das doch gleich? Dieser Trick da, mit dem du eine Gefährten gefunden hast, setz den doch wieder ein. Damit müsstest du doch einfacher finden können, oder? Ich vermute, dass er die Aurasuche meint. Es ist ein kluger Vorschlag, Gebieter. Ich habe die Merkmale der Melodien bereits analysiert.
Dankeschön. Das fällt euch früh ein. Die Melodien können nur mit der Aurasuche gefunden werden. Yay! Aurasuche! Ah, gut. Bedauerlicherweise funktioniert die Aurasuche jedoch nicht im Wasser. Naja, gut, das ist eine Sache, auf die kann man verzichten. Aber es sind eh nicht mehr viele, ne? Aber Aurasuche ist eine geile Sache. Schau mal da unten. So, Kollege. Gib mir deine drei Herzchen noch. Naja, zwei reichen auch aus. So, irgendwo hier unten war noch welche, ne? Ah, guck mal da. Im Gras. Damit hätten wir die beiden. Autsch. Mal dein Luftbläschen. Der schwimmt eine Parade. Die hätte ich auch gerne. Ich schwimme es da oben raus. Das heißt, ich komme ja auch gleich hinterher, würde ich sagen. Mann, ich werde hier von allen Seiten genommen. So, die vier haben wir auch. Sehr schön. Dann mal kurz an der Luft. Also auch so geht. Okay, ich muss wirklich aus dem Wasser rausgehen, alles klar. Ich meine mich zu erinnern, dass hier ein Baumraum einer war. Ja. Aber kann man auch, so kann man sich auch Wasser Spaß gönnen, ne? Müssen auch noch irgendwelche sein. Ach da, ja, ich sehe es. Okay. Das ist ein oder das ist für so eine Sammelsuche über mehrere Noten. Das sieht nämlich an mehreren Noten aus. Okay, es sind mehrere. Wie viel von euch? Ah, es sind 8 Stück. Toll. Ich hätte nicht nur die Frage, ob ich den Anfang gerade erwischt oder war das schon so mittendrin geschehen? Das ist eine ganze lange Notenfolge. Okay. Da ist was Grünes gewesen. Das sehe ich auch gerade noch so. Die hauen gleich wieder ab, so ich kenne. Okay, da haben wir auch. Dann einmal ganz kurz noch an die Luft, weil ich mal kurz noch gucken muss, wo da welche fehlen. Ah, oh. Okay, ich dachte, der hat mich jetzt von beiden nicht so erwischt. Okay, es ist doch eigentlich halbwegs chillig, gebe ich zu. Also ich hätte es schlimmer erwartet. So, wie viel fehlt es noch? Noch die eine vierer Notenfolge da unten, ne? Beim Baum, okay. Kann ich das eigentlich mit einem Pfeil auf den Kopf? Oder irgendwas abschießen. Naja, okay. Gut. Boah, ich weiß mein Baum. Ah, ich hab's auch schon gesehen unten. Ah, gut. Okay, dann haben wir alle gefunden, würde ich sagen. Abhauen tut der, glaube ich, nicht, ne?
So. Dürfte alle gewesen sein. Jo. Sehr schöne Sache. Und klang auch nicht verkehrt. Ah, Louis, sehr gut. Du hast alle Melodien gefangen. Du solltest besser schnell zum Wasserdrachen zurückkehren. Ja, das ist eine Idee. Gute Idee. Sehr, sehr gute Idee. Sind die Riesenfische bald weg? Jo. Ah, den hauen sie wieder ab, die. Ah ja, Schlawiner. Ich wollte was anderes sagen, aber. Ich muss ja nicht immer beleidigt werden. Aber jetzt würde ich mich fragen, ob sie, also der Wasserdrache, jetzt hier wieder gleich alles, ach schon. Ja, nur sag schon, dass das Wasser ablässt, oder? Achso, ich kann mal die Herzen mitnehmen. Ich weiß nicht, was mich noch hier erwartet. So. Pack mal den Schwert weg, Link. Das sieht kurios aus, wenn du mit dem Schwert einen Baum runterrennst. Ah, was soll damit? So. Gut, mal gucken, was der Wasserdrache zu sagen hat. Hallo Drachi. Du hast dich deiner Aufgabe wahrlich würdig erwiesen, Louis. Ich werde daher mein Versprechen einlösen und dir die Stimme, deren Hüterin ich bin, beibringen. Alles klar. Du hast eine Stimme des Heldendienst erlernt. Nun denn, ich habe den Wald überflutet, um ihn vor den Scheren des Bösen zu reinigen. Aber jetzt werde ich ihn in seine ursprüngliche Gestalt zurückversetzen. Das wird auch in deinem Sinne sein. Gehab dich wohl. Ich wünsche dir das Beste. Okay, sie macht es also doch. Wäre aber auch eigentlich nur gut gewesen, sag ich mal. Ah, wobei, sind die komischen Pflanzen aber. Und ist das so geil ist? Weiß ich nicht. Ach, der eine Schnapp. Okay. Der Wasserstand im Wald von Feuerhund ist gesunken. Jetzt befindet sich der Wald wieder in einem ursprünglichen Zustand. Die Stimme, die du erlernt hast, gehört zum Heldenliedgebieter. Suche die beiden Drachen der anderen Länder auf und lerne von ihm die fehlenden Stimmen des Liedes. Ja, einer haben wir, zwei fehlen noch. Und der eine Kugel hier oben kann schon mal gut schlafen. Ich bin ja erstaunt. Na gut. So, Großer. Noch welche Wünsche? Schade, dass das Wasser wieder weg ist. Da war wenigstens was los. Hohoho. Ho, ho. Naja, gut. Wenn du meinst, dass da den Werparty abging. So. Jetzt nehmen wir noch die Gelegenheit wahr, ein bisschen backzutracken. Was heißt backtracken? Wir machen einfach noch ein paar von diesen Dingern hier. Wenn ich jetzt schon mal hier bin, kann ich auch die letzten noch ein paar mitnehmen. Und ich glaube, in dieses Gebiet kommen wir so weitestgehend nicht mehr zurück. Deswegen werden wir jetzt die Aurasuche nutzen. Hui. Ah, okay, Rabe ist mir egal. Warte mal, hier geht's doch schon dann rein.
glaube ich. Nee, nichts. Ich würde auch so machen. Machen wir da oben, ne? Hallo, greif mal bitte. Da geht's doch Richtung Dungeon. Auf welchem bisschen sehr hoch. Oh, da ganz hinten. Ach ja, hier sind wir. Ja, alles klar. Das gibt's ja auch noch, stimmt. Ja. Check mal ein. Und rufe noch einer. So. Da ich dich nicht haben will. Kann ich mich auch rüber angeln, schlingeln. Ähnliches ist ein Zitterer PP. Ich drücke mal die falsche Taste. Ich will nicht mit Pfeil reden. Sie ist cool, ja, aber nein. Dann habe ich die Pistole ausgewählt. Was da haben? So, die Westen machen wir herzlich egal. Oh, die Bienen, oder was auch sein soll. Ich denke, eher Bienen, ne? Kannst du bitte... Nicht? Dankeschön. Mann! Haut doch mal ab hier, alle Mann. Klack, klack, klack. Feierabend. So. So, ich habe was Neues gelernt. Ich brauche mein Schild dafür nicht verwenden. Schön. So, oben ist es hin. Also den da drüben hol ich doch den. Oh, scheiße, scheiße. Haut ab, haut ab, haut ab, haut ab. I don't want. Ich hab die Bienen komplett vergessen. So, irgendwie ist da oben ein Stein. Dann auch. Wie komme ich hier rein? Kann ich auch hier hochklettern? Das war der Eingang, das war bewusst gewesen, aber. Ja. So. Himmelstrahl fliegt und Sieg. Und ja, eigentlich ist es Sailor Moon, aber ist mir egal. Ist das letzte Ding echt da drinnen noch? Der verlangt mir doch nicht, echt noch in Dungeon zu gehen. I mean, gut, ich kann die Zeit in die Dungeons rein, ne? Und da war es nicht gerade groß, aber waren hier noch irgendwelche Steine in der Nähe, ja? Ich werde auch was von dir kriegen. Ich will eine Aurasuche haben. Oh Mann. Darf ich dich peitschen, Kollege? Ich will das da peitschen.
Ja gut, das ist ein bisschen übertrieben. Okay. Aber ich glaube, hier alles rumzurennen bringt auch nicht allzu viel, außer vielleicht noch ein, zwei Steinchen, die ich irgendwo machen könnte. Und viel bringen tut es mir halt auch nichts, ne? Ich meine, ich weiß, da waren noch Steine drin, aber ob sich das für mich lohnt, ich glaube ja nicht. Nee, schon gar nicht, wie ich gerade das Beispiel sehe. Ich würde sagen, wir lassen es einfach. Ich gehe jetzt auf, wieder zum, zum Ausgang des Dungeons. Und dann ist das für mich ja erledigt heute. Hey, die Spinne ist wieder da. Ich war gerade mal eine Minute weg. Wie kann das Netz schon wieder da sein? Strange. So, also da drinnen einen Stein suchen tue ich jetzt nicht mehr. Es ist mir doch zu viel des Guten. Da hinten sind welche, aber ihr sagt hier drin im Dungeon, direkt im Dungeon drinnen. Weil mehr ist ja auch nach hinten weg nicht, ne? Daher ist es mir doch egal. Gut, dann soll es das für heute gewesen sein. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin und ciao, ciao!